Ja, hallo und willkommen zum doch längeren Wettkampf, als ich dachte. M-Chess 5% von Pentium 200 versus Mephisto Vancouver. Nachdem M-Chess die beiden ersten Partien gewonnen hat, erste französische Partie, es kam eben Läufer A6 und Weiß hatte die Möglichkeit, ihn zu rochieren und eventuell doch Rochade zu kriegen. Oder Dame B3, ich glaube ich noch. Macht Läufer D1 und Läufer A6 F1 hat die Rochade verhindert und im weiteren Verlauf hat sich das als zu ungünstig erwiesen. Also M-Chess hat gewonnen. Zweite Partie Königsgambit. M-Chess gewinnt quasi fast die komplette Partie aus dem Buch heraus. Und Partie 3 und 4 hat der Vancouver dann zurückgeschlagen. Hat beide gewonnen. Und dann jetzt hier die fünfte Partie. Ich mache die mal als Entscheidungspartie. Jetzt hat M-Chess die schwarzen Steine. Also Vancouver hat ja mit Schwarz gewonnen. Und dann legen wir mal los hier. Clear zieht. D2, D4. Springer F6. Springer F3. E6. Ich hoffe, das Buch erweist sich jetzt mal ein bisschen. Ja, wie soll ich sagen, dass man ein bisschen was anderes spielt. Der C5 sehr gut. Gerade hat er B6 gezogen. Beziehungsweise was anderes. Springer FC3. Sieht jetzt eher aus wie Sizilianisch. Das muss trotzdem zu E4 kommen. Na gut, C4 ist im Sizilianer jetzt nicht so üblich. Läufer F4. Ich dachte E4. Ende Buch. English Opening. Also das Eröffnungsbuch von M-Chess ist, sagen wir mal, erheblich besser. Und der Zug gefällt mir nicht. Scheint aber Theorie gewesen zu sein. Ich habe das früher mal gegen in Kastrop gegen eingespielt, als es Kastrop noch gab im Verein, wo einen stärkeren Spieler und der hat das arg kritisiert, dass ich auf C6 genommen habe. E5, Springer D7, ist wohl alles noch Buch. Er hat sehr viel Theorie, der M-Chess. Ich weiß jetzt aber nicht, wie viele Eröffnungstheorie M-Chess 8 hat. Also verlangsamen brauche ich nicht. Ich hatte erst befürchtet, ich müsste die DOS-Box noch verlangsamen, damit er Chancen hat. Vielleicht gegen die 8-Bit-Computer. Vielleicht soll ich da verlangsamen. Auf 50%. Mit der Idee, dass er damit wie ein 5 MHz Pentium läuft, wenn es dann überhaupt noch lauffähig ist. Also das Programm muss ja, wenn das Programm selber nicht mal läuft oder zu langsam läuft, dass man schon an der Uhr sieht, dass die Uhr langsamer abläuft, dann lieber nicht. Oh, er rechnet, er ist aus dem Buch. Also Buchende. Läufer C5, also mit 0,20 kommt M-Chess aus dem Buch heraus, seiner Meinung nach. Also der Tisch war wirklich ein guter Kauf, wie ich das gemacht habe. Endlich nicht mal diese windigen Konstruktion mit Beistelltisch und dem kleinen Tisch daneben. Auf dem kleinen Tisch noch irgendwie Sachen drauf, damit er die richtige Höhe hat. Ich glaube, hätte ich das mit dem PC auch. Das hat sich so ergeben, der Tisch jetzt eben. Und dadurch hat sich ergeben, dass jetzt auch die Möglichkeit ist, den Computer aufzubauen. Was ja interessant ist, ich hatte ja vom USB-Stick diese Geschichte mit den Emulatoren und so auf diesem PC, vom Laptop auf den PC draufgeladen. Und hatte den USB-Stick drin stecken lassen im PC. Und habe den heute gestartet und der PC hat dann gedacht, das wäre eine Boot. Ich würde vom Stick booten wollen.
Deswegen leuchtet der auch komisch, aber das hat mich ein bisschen irritiert. Weil das Diskettenlaufwerk hat aufgeleuchtet, als würde er eine Bootdiskette erwarten. Und als ich den dann rausgenommen habe, den USB-Stick, ist er normal gestartet. Ich habe schon gewundert, dass dieses Compact-Schild nicht verschwinden wollte. Da stand dann Compact und dann verschwand das nicht. Ich dachte schon, ja, jetzt hast du dem Rechner mal eine Funktion für den zugewiesen, für diese PC-Emulatoren, jetzt geht er nicht mehr. Der Pentium 4 läuft nicht mehr. Da hat irgendwie, als würde man in den Ventilator einen Strohhalm reinhalten und dann lief der nicht mehr. Vielleicht soll ich den mal aufmachen, gucken, wo jetzt was in den Ventilator gekommen ist. Oder dann so ein Kühlteil da. Vielleicht hat sich so ein Kabel gelöst und ist dann da reingekommen. Da ist eh nur Linux drauf, ich bin eh nicht der Linux-Fan. Ich habe nur ein Schachprogramm da drauf für Linux gefunden und das spielt auch noch schlecht. Ich habe eh ein Pentium 4 und der wäre wieder zu schnell. Und ein, ja ich weiß nicht, jetzt ein Pentium 200 besorgen oder manchmal ein 386er PC, da musst du ja auch erstmal die Programme für haben, das wäre ja das Problem. Außerdem ist mein Bildschirm auch wieder hier in Betrieb, den ich hier irgendwann mal geholt habe. Flatron. W2252TQ. Ich glaube, das ist ja nur ein HD-Ready-Bildschirm, aber es sind ja, sagen wir mal so, es ist auch nicht ja das aktuellste Programm hier. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Programm Full HD überhaupt unterstützen würde. Will er machen? Dame H4. Dame D2, Läufer C5, Rochade. Ja, da könnt ihr sich, ich weiß jetzt, ein Beispiel dran nehmen, auch rochieren. Also hier noch die alte Variante, Dame H4, Dame D2, Läufer C5, Rochade, Rochade, CD, CD. Hm, genau, er nimmt sich ein Beispiel da dran, rochiert auch. Ja, jetzt kommen wir jetzt normale Partien zustande. Da will es in HD auch schon wieder zu schlecht aussehen. Wenn ich überlege, dass so die Bildschirmgröße, das ist. Was ist das überhaupt? 24 Zoll oder sowas? Ich weiß das gar nicht. Könnte sein 24 Zoll. Das ist übrigens hier. Das Programm ist wenigstens zumindest aktuell genug, dieses MCS 8, dass es 16:9 hat. Ich habe auch. Da sind auch Schachprogramme dabei, die haben noch rechts und links schwarze Balken. Dame H4. Theoretisch könnte man einfach Läufer G3 machen. Zum Beispiel Bauer G3 ist ein bisschen merkwürdig. Aber Läufer G3 wäre doch einfach möglich. Bauer G3 tippt er hier, Lemches. Warum sollte man Bauer G3 ziehen? Bauer G3, aber warum? Wer macht denn sowas? Wer zieht denn die Bauer G3? Dame D2. Also Bauer G3, Dame H3. Ja, wäre Läufer G4 Dame fangen. Bauer G3. Wer wäre es wirklich gegangen? Obwohl wäre Dame E7 oder sowas gekommen. Also MCS hätte dann ganz bestimmt nicht Dame H3, Läufer G4 gemacht. Dame geht minus 0,22. Läufer nach. Läufer F3. Will wohl Springer E4 verhindern. Das sind jetzt doch interessante. Also ich scheint wirklich. Das scheint wohl die Geschwindigkeit. Ich habe auch 10 MHz, habe ich gedacht, ja, 10 MHz, das hört sich doch an wie Vancouver. Vancouver 12 MHz, er 10 MHz. Das könnte doch passen. Von der Geschwindigkeit her. Das ist der Vorteil von Pentium auch hauptsächlich darin, dass man ihn natürlich höher takten kann als im 486er. Ich weiß gar nicht, wo beim 486er. Im 486er 90 MHz ist das schon zu schnell? Ich habe mal so ein Computerschach und Spiele gelesen, der Friedrich Friedel war das, glaube ich. Der hat geschrieben, der hatte wohl zu Hause einen 486er 33 MHz und dann auf, wo er dann, was weiß ich, was er drauf gemacht hat. Auf so einer Messe oder was weiß ich, weiß nicht mal, wo das war. Auf jeden Fall 66 MHz und dann konnte er zu Hause gar nicht glauben, wie langsam zu Hause alles lief. Also auf seinem eigenen Rechner, wie auf dem 33er wieder, wie langsam plötzlich alles nur noch lief.
Ist natürlich klar, wenn alles doppelt so schnell läuft. Jede Aktion, die man macht, dauert wieder doppelt so lange. Als 66 Megahertz, 486er ist ja schon schneller, 486er oder Maximum. A6, A5. Ein Pentium konnte man natürlich dann, also hier Pentium 200, von Pentium 200, also Lithium auf 200 MHz takten, dass das vielleicht der Hauptunterschied ist. Und wahrscheinlich wird auch mehr Speicher unterstützt. Also mehr RAM-Speicher und sowas alles. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich an diesem PC, wenn ich jetzt eine SSD anschließen würde mit 500 GB, ich glaube, die würde da gar nicht unterstützen. Das würde gar nicht funktionieren. Da ist natürlich auch ein Vorteil drin. Ich glaube, mein 286er, den ich damals hatte, der hatte da einen MB RAM, oder? Mein doch. Läufer G5. Minus 0,36. Damit C7. Turm D1. Das gibt völlig neue Möglichkeiten. Die ganzen PC-Programme jetzt gegen Schachcomputer spielen lassen. Ich hätte es nicht für Möglichkeiten, dass ich mein Pentium 3 nochmal reaktivieren würde. Jetzt weiß ich aber, warum damit das. Immer wenn ich den anderen zwischendurch halt immer so ein. Hat man immer die Festplatte, so ein bisschen ratter, dann war wieder still, dann wieder. Dann irgendein Moment, dann wieder ratter. Ich habe nämlich Avast runtergeschmissen. Den ich ja eh nicht brauche. Das ist eh Quatsch. Auch die anderen, ist jetzt nicht nur Avast, auch die anderen Antivirus-Teile. Man hat doch im Windows den Windows Defender. Der reicht doch vollkommen aus. Wenn ich gerade hier am laufenden Meter dubiose Seiten besuche, dann reicht er doch. Ich habe deswegen vor allem auch was gegen diese Antivirus-Teile. Weil ich habe ein Video gesehen, da hat er erwähnt, man hat hier erstmal eine Freiversion, eine kostenfreie Version, da kann man upgraden auf eine Bezahlversion. Und das Problem ist, wenn diese Bezahlversion, wenn die ausläuft, man zahlt ja immer für einen gewissen Zeitraum und das läuft dann aus und dann ist das ausgelaufen. Und dann machen die das nicht so, dass dann wieder alles okay ist. Dann machen sie Windows Defender okay. Dann blockiert dieses Virusprogramm den Windows Defender. Man kann also, der Windows Defender greift nicht, weil er das noch blockiert. Dann wollen die quasi mit Gewalt die Kohle aus einem raussaugen. Auch auf dem neuen Rechner, da war so ein Antivirusprogramm einfach drauf installiert. Das soll ich erstmal die Programme rein, erstmal weg damit, deinstalliert. Die schicken mir immer noch E-Mails. Ihr Rechner ist nicht mehr unterstützt. Ihr Rechner ist in Gefahr. Und was sie alles schreiben. Die wollen natürlich die Asche kassieren. Ist natürlich ganz klar. Turm D6. Er nimmt gar nicht zurück. Interessant. Ja, droht Turm schlägt C6 auf ja, B3. Steht, muss er doch erstmal zurücknehmen, oder nicht? Und das wäre, das Problem wäre, und Microsoft wollte das dann so machen, dass dann nach einer gewissen, wenn das eine gewisse Zeit inaktiv ist, ihres Virenprogramm, dass dann automatisch der Windows Defender wieder einspringt. Da haben die gegen geklagt. Microsoft würde seine Vormachtposition ausnutzen. Und alleine deswegen, wegen dieses Videos schon, habe ich den sofort runtergeschmissen. Weg die Scheiße. Das ist auch schon eine Unverschämtheit. Dann wollen die es mit der Brechstange darauf anlegen, dass man das jetzt bezahlt. Ich frage mich nur, kann man da nicht einfach machen, den einfach deinstallieren? B3 schlägt C4. Dass man dann einfach dahergeht und geht in Programme rein und deinstalliert den. Und dann macht man den Windows Defender, das müsste eigentlich auch funktionieren. Also einfach ganz runterhauen. Ich weiß nicht. Schreibt mal in die Kommentare, ob das so ist. Also das wäre die einfachste Möglichkeit. Einfach dann in den. Also in die Programme reingehen, wo die Programme aufgelistet sind, wo man die dann so, also nicht auf Festplatte gehen, auf C, hier, welchen man auch immer hat, da drauf gehen, auf Rechtsmausklick löschen, das geht natürlich nicht. Man muss dann in die, was macht er jetzt hier?
Turm D1. Okay, deswegen hat er Turm D6 gemacht, wegen Turm D1. Okay. Also deswegen in die Programme, wo die aufgelistet sind. Wo dann die Funktion ist, aktualisieren, löschen. Sind die beiden Funktionen. Dann auf Löschen gehen und dann deinstallieren. Da kann man es dann deinstallieren. Und dann müsste man doch eigentlich auch wieder den ganz normalen Windows Defender nehmen können. Also ich finde das, dass sie das von Hause aus schon installiert hatten, fand ich schon so eine Unverschämtheit. Da haben die quasi, wann hat die ihn bekommen hier? Man hat den aufgebaut, hat also zum ersten Mal komplett neu ausgepackt. Und das erste, was drauf war, war dieses scheiß Virusprogramm. Ich glaube, die kriegen auch Geld dafür. Wenn man den dann nutzt, dann bekommt diese Marke, die das installiert hat, die bekommen dann Geld von dem Virenanbieter. Also die sind so überflüssig, die Teile. Das macht der Windows Defender genauso. Wie gesagt, wenn ich nicht ständig irgendwelche Sachen runterlade, dann geht das schon. Weil wie hat er sich ausgedrückt, wenn man nicht hier... Habe ich auch mal so eine SMS bekommen. Sie hätte ein Vermögen, ich habe da ein Video von gemacht. Sie hätte ein Vermögen und sie hätte aber keine Erben und dann soll man wahrscheinlich ihr 15.000 Euro überweisen, damit sie einem das geben kann, das Geld. Das ist totaler Quatsch. Oder wenn man ständig auf irgendwelche Seiten irgendwelche Downloads macht, dann reicht der Windows Defender. Da steht ja auch immer, Windows Defender hat keine Bedrohung gefunden, sowas in der Art, wird ab und zu mal gezeigt. Plus 1, oh. Also ich spiele schon hier auf Augenhöhe so ein bisschen, also das gewinnt wieder M-Chess. Ja gut, man kann nicht erwarten, dass er alles gewinnt hier. Ich habe irgendwie auch ein bisschen das Gefühl, dass dem Vancouver ein bisschen so das aktive Spiel fehlt. Dame G4, Läufer F6, sowas in der Art jetzt machen. Aber sich nicht einfach einschieben lassen. Läufer H5. Aber ich will es mit Dame G4 versuchen. Ich weiß nicht, was Läufer H5 bewirken soll. Man weiß es nicht. Dame G4, droht ja Läufer F6, dann kommt G4, vielleicht ist das geplant. Wenn Schwarz jetzt meinetwegen... Und kann man jetzt nicht Dame G4 ziehen? Ach man. C3. Also Turm C3. Turm C3, G7, G6, H5, G6, F7, G. Warum meint er auf Turm C3 würde schon. B6, B4, C3, A3. Okay, ich dachte eher Turm G3. Mit attackemäßigen Aktionen im Gegenangriff. 1,31 plus hat irgendwie Bauern mehr? Nö. Warum auch immer. Ich hätte gedacht, Dame G4. Vielleicht deswegen. Ja, Turm A3 schlägt mal ganz ernsthaft. Da geht ja sowieso nicht, Turm A3 schlägt. Dann macht immer Turm G4 oder sowas. Mach was Geiles. Springer A3, das ist immer so lahm, wenn die dann auf die Bauern einfach gehen. Ich hätte gedacht, die Turm G3 meinetwegen, Dame G4, Angriff. Und nicht hier, das Matt entscheidet eine Schachpartie. Das habe ich vor was weiß ich wie vielen Jahren schon gelesen. Das Matt entscheidet eine Schachpartie. Und nicht hier auf jeden Bauern gehen. Turm G3, Läufer F6. Dann Läufer G6, Bauer G6, Dame G6, da kann Schwarz so schon einpacken, aber das ist so lahm ist das. Jetzt macht dein Dame G4, Alter, Dame F4. Jesus, vielleicht kommt jetzt wenigstens Turm G3. Ist ja ätzend. Dame G3, jetzt hat er zumindest mal die richtige Richtung hier. Richtung König, der Zug zum König. Lippo schon ganz verzweifelt hier, schon beinahe am Weinen. ...0,85 plus, auf jeden Fall nicht mal so ein großes Plus. Der große Richard Lenk-Fan. Läufer F6, jetzt droht doch erstmal schon mal das Matt. Endlich das, was ich erwartet habe hier. Gegenangriff.
nicht Material gar dem Bauern hinterherrennen. Das kann doch nicht sein. G7, G5. Läufer, Bauer, Dame, G5 kannst du ja mal nicht bringen. H4, Läufer, C3, G5 schlägt. Turm C2. Ja, man sollte nicht zu viel erwarten. Der Bauer H4 hat mir ganz gut gefallen. Läufer C3, G5 schlägt. Aber gewinnt das so stark? Na gut, ich bin ja nicht auf Zockerei mit Michael Thal. Läufer E4. Hat jetzt ja viel gebracht, dieser Turmzug. Turm D2. 0,43. Auf jeden Fall eine spannende Partie. Also egal, wie die ausgeht, man kann ja nicht immer sagen, ah, Schwarz gewinnt jetzt, Emschess ist zu stark eingestellt. Na, Weiß gewinnt, vielleicht fühlt der Vancouver zu stark für Emschess. Dame B6. H4, es kommt doch langsam ins Rollen, die ganze Show hier. Läufer F2, Turm F2. Das sieht doch schon gut aus. Minus 0,6. Man bedenke, da war ja mal plus 1,30. Springer D3. Kann man den Turm einfach wegschlagen? Dann auf G5 nehmen? Oder das Wort auf G5 nehmen? Dann, wenn er schlägt den Turm, dann kommt ja H6 schlägt, König F8, Dame Schach, König E8, Dame Schach, König G7, Dame F7 Schach. Irgend sowas in der Art. Weiter sieht Talipo nicht in die Zukunft. Die Glaskugel ist gerade kaputt gegangen. Jedenfalls interessante Partien hier. Turm D3 schlägt. Zack, weg damit. Weg mit Schande. Schande, Schande, Schande. Minus 0,2. G5 schlägt. Es geht los. Jetzt fliegen hier die Löcher aus der Käse. Jetzt geht sie los, die Bolognese. Minus 0,06. Das ist auch eine hochinteressante Partie. Das ist das schön. Das ist. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Paarung so spannend werden würde. Hier Vancouver gegen. Na gut, jetzt H6 schlägt. Läufer F2, Dame, Dame, König und dann hängt ja H5. Deswegen Läufer schlägt G6. H6 schlägt. Dort erstmal Dame G6 schlägt. Sehr, sehr interessante Partie. Gefällt mir richtig gut. Beide auf Augenhöhe. Also die 10 Megahertz sind wohl der ausschlaggebende Punkt. Dass es natürlich nicht sinnhaft ist, ein Pentium mit 10 Megahertz laufen zu lassen, sollte eigentlich klar sein, aber. Vielleicht ist das ja der große. Ja, der Vorteil des Pentium quasi ist minus 0,24. Turm C2. Ja gut, da kann er König H2 ziehen einfach auf Turm. Also, Turm geht da gar nicht. Sehr schön. Damit hat der Pentium. Das ist ein Pentium 3, 799 MHz. Damit hat er. Kann es sein, dass die DOS-Box so viel zieht? Oder unterstützt das Programm einfach nicht mehr? Dass ein Pentium 200 quasi das Maximum ist, was unterstützt. Ich weiß das nicht. Schreibt es in die Kommentare. Wohl hier ist ja auch nur Pentium 5%, also 10 MHz Pentium. Springer B1. Irgendwann wird es kommen. Ich sehe es auch schon ganz verschwommen. Obwohl, da kommt ja. Ja, geht ja gar nicht. Springer B1, Dame B1, König H2, Dame C2. Er muss ja König H2 ziehen. Plus 0,54. Es ist ein Hin und Her. Jetzt seid ihr da. Emschess wieder im Vorteil. 0,18, aber boah, er sagt, hier ist alles okay. König H2, Turm F1. Er kann er nicht nehmen. Springer B1, Dame B1, König H2, da hängt der Turm. Und dann ist erledigt hier, das ist Partie fertig. Ich habe fertig. Aber er schreibt 0,18. Er schreibt plus 0,54. König H2, einziger Zug. Turm F1 hat er erstaunlich lange für gebraucht, für diesen Königszug. Er droht ja nichts im gewissen Sinne jetzt schon hier. Dame D3.
Ja, natürlich nicht Läufer F2 schlägt oder meinetwegen Turm schlägt, Turm schlägt, Läufer schlägt, wegen Dame D7 Schach und G7 Matt. Oh, das verliert das nicht. Weghauen. Plus 1,17. Das ist interessant. Einfach weghauen. Da kann er gar nicht nehmen. What? Emschess schreibt plus 1,17. Und da schreibt Martin 5. Dame D3, D7. Zack. Emschess ist ja anscheinend nicht in der Lage, Mats zu sehen. Minus plus 1,38. König H6 schlägt. Der Emschess sieht das Matt nicht. Minus 99. Da steht aber nicht irgendwie Matt in irgendwas. Matt in 5 oder irgendwas. Damit gewinnt der Vancouver diesen Wettkampf hier noch. Hochinteressant. Zwei Partien verloren. Ich habe schon gedacht, das war's jetzt. Du machst 0,0:2 und gewinnt drei Partien am Stück. Also Emschess hat ja nicht mal das Matt gesehen. Deswegen hat er ja schon hier Matt in 4. Deswegen hat er ja schon Läufer schlägt, also Turm schlägt F2 war pleite. Das ist interessant. König A5. Dame H7 Schach. Anscheinend ist Emschess auch nicht in der Lage, Matts anzuzeigen. Weil er zeigt nämlich das Matt nicht an. Minus 99, aber er schreibt die Matt in 4. Das schreibt der Emschess aber nicht. Dame H3 Schach. Ein bisschen Dame F4, Dame F3 Matt. Wow. So, damit gewinnt der Vancouver diesen Wettkampf noch. Gratulation. Wow. Hochinteressant. Verliert die ersten. Ihr neues Rating ist 2621. Verliert die ersten beiden Partien und gewinnt drei Partien hintereinander. Sehr schön. Tschüss, bis zum nächsten Mal.